Welcome back, guys, to the Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Diesmal mit Run 14. Wir sind nur noch einen Run davon entfernt, wieder weiter mit den Challenges zu machen. Und wie ich bemerkt habe, ihr habt immer noch nicht geschrieben, was wir als nächstes machen sollen. Also habe ich mir dann gedacht, wenn sich keiner meldet, dann mache ich die neuen Tode, also das mit dem Katzen-Item. Aber zuerst machen wir weiter mit einem ganz normalen Run, und zwar mit Kane. Let's go. Dum, dum. Und wir haben gleich Lucky Foot und Curse of the Labyrinth. Lucky Foot, müsst ihr wissen, das sieht man an seinem, von uns aus gesehen, linken Bein. Von ihm aus gesehen, aus seinem rechtes Bein, hat er irgendwie so einen Glücksfuß, wo alle Pillen gut sind von Anfang an. Also ich habe wirklich keinen bis jetzt noch nie irgendwie sehen können, dass eine Pille schlecht war. Und er hat eigentlich fast immer, er hat immer Glück. Wenn er sogar eine Lockdown-Pille bekommt, hat er immer noch Glück, dieser Kane. Da, sogar eine Münze kommt sofort aus dem ersten Feuerteil da. Wie nennt man diese Feuersache nochmal? Ah ja, erstmal schauen wir seine Stats an. 3, 2, 3, 1. Okay, gut. Schaut nicht so schlecht aus. Ja, genau, so eine Feuerstelle. Ach. Ja, nein. Verdammt, wieder an dieselbe Stelle. Ich wollte eigentlich sie nutzen. Nö. Noch nicht. Um vielleicht den Geheimraum zu finden. Super Geheimraum, was weiß ich. Wir hoffen einfach mal auf das Beste. Ohne Spinnen wäre es noch besser. Und ich fange wieder das Singen an, obwohl ich nicht mal weiß, warum. Lalalala, Hilfe, zu viele Spinnen auf einmal. Komm her. Ja. Oh, so viele Herzen. Alter, zu viele goldene Truhen. Ich bräuchte eine Bombe. Ja, gut, das nehme ich direkt in Kauf. Ach komm. Noch gar nichts, Alter. Gibt's doch nicht. Also, wir können eigentlich die Herzen dazu nutzen, erstmal das TNT-Fass kaputt zu sprengen. Genau. Hilfe. Ja, um in den Blutraum hinten zu gehen, falls es kein Dingraum gibt. Wie heißen die nochmal? Also ein Blood Donating Machine. Ja, eine normale Truhe. Endlich. Eine Bombe und noch ein Schlüssel. Das ist gut. Wir brauchen hier wirklich viele Schlüssel, weil alle Goldträume schon von Anfang an versperrt sind. Das ist auch etwas doof. Oh Mann, so viele Münzen. Ach schade, ich habe schon gedacht, hier kommt das erste, so ein Bomben-Item. Oder wo, dass wir Bomben spucken können. So, mit diesem Item, mit S, können wir ganz halt solche S-Schüsse machen. So S-förmig, so schlangenförmig. Yeah. Gehen wir mal weiter und suchen noch den anderen Goldraum, der sich nur noch da oben befinden kann. Natürlich zuerst das Feuer aus, weinen. Kane weint gerne. Kane, weinen. Kein harter Kerl. Verdammt. Okay, die Fliege, Spinne wollte sich selbst umbringen. Kein Problem. Cool. Little Chat. Also dieser Little Chat gibt alle paar Räume, paar Herzen. Aber ich will schauen, wie viele Räume wirklich. Chat. Entschuldigung, es ist etwas dunkel, deswegen kann ich nichts sehen. Achso, da. Drops a half heart upon completing of every two rooms. Also alle zwei Räume gibt er mir ein halbes Herz. Das ist cool. Ja, gut. Passt. Einmal löschen, danke. Und wir gehen zurück zum Spiel. Okay, hier bekommen wir nichts, schade. Und wir gehen gleich hier rein, wo wir wieder ein halbes Herz bekommen würden, falls Gegner... Nein. Schade.
Wenn im Münzraum jetzt ein Gegner wäre, dann würden wir sogar ein halbes Herz da bekommen. Also, wir haben noch zwei goldene Truhen. Und da ist auch noch ein Stein. Na toll. Schon. Hoffentlich. Yep. Gut. Und wir haben noch einen irgendwo gesehen. Ich glaube gleich hier rechts. Yep. Machen wir gleich mal ein paar Spinnweben auch noch kaputt. Ach, schade. Vielleicht kriegen wir hier noch einen Schlüssel oder eine Bombe. Oder eine Karte. Wheel of Fortune. Nee, den behalten wir. Wir haben zu wenig Münzen dafür. Oh, nochmal. Danke. Toll, eine Goldtruhe, an die wir nicht rankommen. Dank null Schlüssel und so. Yep. Noch einmal machen wir das und dann gehen wir zum Boss. Ich muss mir ein bisschen mehr freuen. Ich kann wieder Bisek aufnehmen. Binding of Isaac. Yay! Dun, 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 dun. Da musste ich kurz husten. Ich habe nur kurz mein Mikro ausgestellt. Ich hoffe, das wird klappen. Ich scheiße, ich habe gedacht, das ist ein ganzes Herz. Entschuldigung, diese Kraftausdrücke. Ja, vielleicht bekommen wir noch irgendwie 2.000-3.000 Schlüssel oder so. Oh, Widow. Ah ja, es kommt ja noch ein Boss. Hilfe. Schwarze Form vom Widow habe ich auch noch nie gesehen. Boah, bist du aggressiv. Und ich bin gleich tot, merke ich. Verdammt, wir sterben? Schon im ersten Part? Nicht schon wieder. Nee, nee, das akzeptiere ich nicht. Alter, verschwinde. Verschwinde, verschwinde. Alter, Alter. Zu viele Spinnen, zu viele Spinnen, zu viele Spinnen. Ja, 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 töte sie alle selber. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Alter, jetzt drehst du durch. Nein, wir sind tot. Nein, das gibt's doch nicht. Gleich Replay. Ach. Aber gleich mit einem Goldraum. Das ist gut. Wir haben hier Chubby. Lil Chubby. Das nehme ich auch gern hin für den ersten Raum. Leider. Wieder. Also unser Glücksbringer Kane bringt doch nicht so viel Glück. Glücksbringer, nein. Doch. Glücksbringer Kane bringt Unglück. Keine Ahnung. Okay. Zack, tot, 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 tot. Und nichts bekommen. Schön, wir gehen weiter. Wieder Widow. Diesmal in der normalen Form. Wow, aber gleich fast tot. Der ist ja schon tot. Alter. Das ist ja doof. Und das war der Gegner. Und hier hätten wir die Kiste sogar bekommen. Okay, das nehme ich hin. Balls of Steel, yeah. Burnt Penny, kriegen wir mehr Bomben. Two of Spades, verdoppelt meine Bombenanzahl. Aber da wir hier Bomben brauchen können... Na, Schlüssel, verdammt. Ja, ich gehe mal hier in den Shop rein. Schade, die Karte würde ich mir wirklich gerne kaufen. Aber wir gehen mal weiter. Vielleicht haben wir Glück und kommen doch noch in die Hölle, in den Himmel. Nicht so wie im letzten Run, wo es irrtümlicherweise die Himmelspforte geöffnet wurde, aber wir runtersteigen mussten. Alter, was war das eigentlich für eine Logik? Klar, wir fahren in den Himmel runter. Nein, verdammte Kacke. Ein ganzes Herz. Oh, unbesiegbare Gegner, die schaffe ich niemals. Nee, 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 die schaffe ich niemals. Never. Hey, hat mir sogar aufgesprengt. Aber da ist nichts drin gewesen im Kackehaufen. Egal. Sloth. Unsere Reichweite ist etwas doof, finde ich. Ah, Hilfe. Drehst du durch.
Hey. Okay, what's up? Nein! Du Arsch. Was verliere ich hier Haufen Sachen? Irgendwie läuft das Spiel zu schnell jetzt. Ne, okay, nicht zu schnell, sondern eigentlich normal, wie es laufen sollte. Der Emperor bringt mir doch Mummies Fuß oder so wieder. Ach ja, Bomben kriegen wir jetzt für viele Münzen. Yay! Nein, das bringt mich gleich zum Boss. Genau. Das ist gut. Das machen wir, wenn wir den Goldraum suchen. Nicht den Gold... Oh, den... Ah! Secret Room suchen. Und irgendwie auf der anderen Seite der Ebene sind. Ja! Nein! Verdammt! Ich bring mich noch um. Okay, das brauchen wir, diese Handtasche. Dann haben wir wirklich Haufen Pillen, die uns wahrscheinlich sehr, sehr viel bringen werden. Aber erstmal hole ich mir das Herz. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Ist doch schlimm, wenn wir gleich am Anfang verrecken, oder? Das will doch keiner haben. Nein! Ich will das nicht. Toll. Danke. Das wollte ich ja unbedingt. Gleich am Anfang wieder mit einer Bombe ins Face bekommen. Mithre, you feel blessed. Ich weiß nicht mehr, was Mithre macht. Tut mir leid. Ich weiß nicht so viel. Ich hatte noch nie Mithre. Greatly increase the chance of replacing spawned hearts with soul hearts. Stack with the trinket. Mom's pearl. Cool. Also wir kriegen statt mehr normale Herzen jetzt Soul Hearts. Und wir haben unsere 15. Münze. Das passt perfekt. Noch eine weitere Bombe. Das passt auch perfekt. Zuerst gehen wir weiter. Na 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 na. Die. All of you have to die. I wanna you to die today. I wanna you to die today. With this bomb. Nothing happened. And with this bomb, nothing happened too. Sag ich doch. Ich bin was verrückt, ja. Ich bin etwas verrückt. Alter, hast du Probleme? Okay, da ist er nicht. Vielleicht da unter uns oder über uns. Andere Stellen könnte ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Alter? Wo zum Henker denn noch? Okay, da vielleicht noch, aber das ist die letzte Position. Ja, geht doch. Oh. Yeah. One up. Okay, diesmal versaue ich es nicht so wie im letzten Run, dass ich denke, dass wenn ich aus dem Raum gehe, dass ich immer noch einen weiteren Versuch für den Boss habe. Nein, ich bringe mich dann gleich da drin um. Und ich suche jetzt noch den Supergeheimraum, der ist nur noch an dieser oder neben dem Shop sein kann, also links vom Shop. Und der ist gleich da. Passt. Perfekt. Verdammt. Ein Soul Heart. Ein... Ja, riskieren wir es. Wir kriegen eh jetzt noch Pillen, also. Ich hoffe, keine Bad Trip Pille. Dann werde ich es bereuen. Nein, ich will nichts bereuen. Nein! Gib her die Pillen. Okay, das wissen wir, das ist Balls of Steel. Also noch zwei weitere Versuche, was ist das? Bombs are key, kein Problem. Was ist das? Speed up und das ist... Health up. Also wir haben nur Glück, wie man sehen kann. Und wir gehen gleich zum Boss. Welcher Larry Jr. ist in der blauen Form, gut. Oh, der fast verreckt. Wegen Lil Chubby. Kommst du her, komm her. Beeil dich. Ja, gut, frisst du alle auf. Gut machst du das, Kleiner. Komm her. Ja. Nochmal. Alle auffressen. Oder auch nicht. Und da haben wir einen Teufelsraum. Monsters Manual. Würde das jetzt auch ein... Nein, würde nicht. Passt. Und das will ich auch gern haben und ich beschwöre es noch nicht, sondern erst in der nächsten Ebene, aber das seht ihr erst im nächsten Part, Leute. Also, bis gleich!